Ein Meme war ja früher mal in den 80ern, 90ern ein Wort für Gedankengut, für die Verbreitung von Werten, dass man sich beispielsweise gegenseitig die Hand gibt, dass man sich Gesundheit wünscht, dass man guten Tag, guten Morgen und so sagt. Sind ja im Grunde auch alles Memes. Das sind gesellschaftliche Normen, gesellschaftliche Werte, die über Jahrhunderte weitergegeben wurden, die aber eben, sag ich mal, der Wahrheit entsprechen. Also in dem Sinne, dass man hat sich im 17., 18. Jahrhundert wahrscheinlich wirklich die Hand gegeben. Es ist keine Lüge. Aber das mit Trump beispielsweise ist ja im Grunde kein, das mit der, dass er die Mauer baut, ist ein Fakt, okay, aber so wie das dargestellt wird, ist es ja ein negativer Fakt. Dementsprechend ist es für mich kein Witz, keine Meme. So, wenn man, also, wenn man den Fakt, die Meme, wahrheitsgetreu ins Spiel integriert hätte, das heißt, wenn man hier den Bau der Mauer als positiv angesehen hätte und die Mauer jetzt, sage ich mal, nicht bekämpft hätte, dann wäre es eine lustige Meme gewesen, weil es ja der Wahrheit entspricht. Aber dadurch, dass man das ja als negativ empfindet, dass man ja, man ist ja nicht Trumps Meinung, man ist ja der Meinung, die Mauer wäre böse, aber wenn man wirklich intelligent ist und minimal Ahnung von der Welt hat, was draußen auf der Welt passiert, dann kann man eine Mauer, eine Grenzkontrolle nur als positiv wahrnehmen. Und da sie das aber nicht tun, ist das meiner Meinung nach ein verfälschter Witz. Weil der Grundgedanke, die Grundintention, weil man die Intention dahinter nicht versteht, weil man diese Intention als negativ betrachtet, das ist meiner Meinung nach kein guter Witz, keine wirkliche Meme. Es ist das Jahr 2019 und die Leute haben was gegen Grenzkontrollen. Ich meine, es wird ja auch minimal so ein bisschen mit der DDR verglichen. Weil da es gibt ja so diese Meme, die besagt, hier hat niemand die Absicht, eine Mauer zu bauen. Das wiederum ist schon lustig, weil es entspricht ja der Tatsache. Es wurde behauptet, dass keine gebaut wird. Letzten Endes wurde eine gebaut. Und wenn man das dann so darstellt, dann stimmt's auch so. Und beim Googlen habe ich jetzt gemerkt, dass bei Trump hingeschrieben wurde, hier hat jemand die Absicht, eine Mauer zu bauen. Das heißt, man hat da versucht, ein Wortspiel oder sowas draus zu machen, das ein bisschen mit der DDR zu vergleichen. Und ja, da haben sie sich doch selber entlarvt. So, wir haben einerseits Leute, die behauptet haben, keine Mauer zu bauen, und sie haben sie gebaut. Das heißt, sie sind Lügner und Spasten, und niemand wollte diese Mauer haben. Diese Mauer war gegen die Bürger. Sie sollte in Anführungsstrichen die Bürger schützen, aber keiner wollte diese Mauer haben. Aber die haben einfach mal gesagt, so, wir bauen die jetzt. Dementsprechend ist es negativ. Hier war das aber so, dass Trump gesagt hat, hey, wählt mich und ihr kriegt eure Mauer. Also wurde er gewählt, weil die Leute die Mauer haben. Ja, die Bevölkerung wollte die Mauer, er wollte die Mauer, also wurde die Mauer gebaut. Weil jeder die Mauer haben wollte in Amerika. Also zumindest alle, die ihn gewählt haben. Und offensichtlich muss das die Mehrheit gewesen sein, sonst hätte man ihn ja nicht, sonst wäre er nicht an die Macht gekommen. Von daher ist es was Positives. Also kann man sich jetzt nicht hinstellen und daraus eine Meme machen, die impliziert, dass das Bauen dieser Mauer negativ ist. Denn es ist nicht negativ,